ich habe Matthias Wittland bei mir, den sportlichen Leiter und Rückraumspieler unserer ersten Herrenmannschaft. 35-29 gewonnen gegen Brechten, das Derby. Matthias, war ein ganz wichtiger Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, man hat heute ganz gut gesehen, dass die Mannschaft auch wieder gierte nach einem Sieg. Man hat es im letzten Spiel gegen Gladbeck auch schon so ein bisschen gemerkt, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind. Heute hat es dann Gott sei Dank auch wieder im Angriff ein bisschen besser funktioniert. 35 Tore sprechen da wirklich eine relativ klare Sprache. Vor allen Dingen war es aber heute über lange Strecken die Deckung, die gut gestanden hat. Ihr habt zwischenzeitlich mit 12 Toren geführt und dann hat Brechten eigentlich die ganze zweite Halbzeit sehr offen gedeckt, teilweise hinterher offene Manndeckung. War ein bisschen Wildwesthandball hinterher. Ja klar, man muss natürlich aber auch mit berücksichtigen, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit sehr viele 2-Minuten-Strafen bekommen haben. Und dadurch wird das ganze Spiel natürlich ein bisschen zerfahrener. Brechten macht dann gerade in Überzahlsituationen immer wieder auf. Und dadurch mussten wir uns vorne natürlich was einfallen lassen, haben das aber in den meisten Fällen recht gut gelöst, indem unsere Außen gekreuzt haben, wir dadurch wieder freie Lücken hatten und so zu Toren kamen. Letzte Frage, war wichtig auch der Sieg, damit man mit einem guten Gefühl jetzt in die Pause geht und in Ruhe weiterarbeiten kann? Bei 2-8 Punkten wäre es schon ein bisschen knifflig geworden. Ja, ich denke auf jeden Fall. Also erstmal hätten wir jetzt mit 2-8 Punkten dagestanden, ja, wäre das Gefühl wahrscheinlich ein ganz anderes gewesen. Jetzt sieht man, man ist wieder auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir 2 Wochen Zeit, um nochmal so ein paar Sachen, die noch nicht stimmten, abzustellen und uns weiter zu verbessern, weiter zu finden. Und ich blicke dem Spiel nach der Pause dann wirklich positiv entgegen. Okay, alles Gute euch weiterhin für die Saison. Danke.